Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016. Rob spielt das. Wir fahren heute mit dem kürzlich erschienenen Transrapid. Sieht von vorne so aus. Und wir begeben uns mal in den Führerstand und schauen uns mal ein wenig um. Man sieht schon, relativ trist. Da hätte ich mir natürlich mehr erwartet. Einfach ein grauer Socken mit ein paar Schaltern ausgestattet. Wir verlegen mal den Fahrtrichtungswender nach vorne und schalten das automatische Zugsystem hier ein. Ich denke mal, es ist wohl ähnlich wie LZB. Was ja auch bei den Höchstgeschwindigkeiten, also 430 ist die Höchstgeschwindigkeit, die man hier fahren kann. Obwohl der Tacho ja bis 600 geht, sollte man vielleicht auch mal so ein, ja, so einen Hochgeschwindigkeitstest machen irgendwann. Ja, wir schauen uns das jetzt erstmal so an. Wir sind in der Nähe des Flughafens. Hier sieht man schon anfliegende Flugzeuge, die uns knapp über den Kopf brettern. Ich muss auch jetzt nichts tun oder so. Also es ist völlig, es gibt auch keine SIFA-ähnliche Einrichtung oder sowas. Wir können einfach von außen die Fahrt genießen. Wir schalten mal das Licht vorne ein. Das, die Zugspitzenbeleuchtung. Vorne rechts sieht man schon hier hinten die Hauptstrecke. Wir sind ja jetzt im Zubringer vom Depot. Vom Depot, was da hinten zu sehen ist. Und werden jetzt gleich über eine Weiche auf die Hauptstrecke gelangen. Weichen dürfen hier grundsätzlich immer nur mit 30 befahren werden. Ja, der Transrapid hat keinen Horn oder keine Pfeife, kein Makrofon, nix. Ja? Ich meine, der Fahrweg sollte auch immer frei sein, so dass er halt keinen Warnpfiff geben kann, auch nicht im Bahnhof oder so. Wir werden gleich noch an der Station in Shanghai sehen, dass die Station dort mit Glaswänden ausgestattet ist, die den Bahnsteig vom Zug trennen. Hier kommen wir auch jetzt an die Weiche, die können wir mal ein bisschen von oben betrachten. Wunderschön. Da schlängelt er sich durch. Das ist das Ende des Zuges. Wir werden gleich auch noch eine Weiche bedienen, sozusagen, weil wir am Flughafenstation wenden müssen. In ungefähr 1,8 Kilometern sozusagen. Da werdet ihr das dann sehen, wie man so eine Weiche bedient. Das ist fast schon profan, sage ich mal. Langsam kommt das Flughafengebäude von Shanghai hier rechts in Sicht. Terminal nennt man sowas, glaube ich. Ja, Terminal könnte stimmen. Man kann halt nicht hornen, ne? Es fällt einfach aus.
Ja, das ATO wird uns auch gleich am Bahnsteig an der richtigen Stelle zum Halten bringen. Was meinem Fahrstil ja sehr zugute kommt. Oh, das Licht ist aber auch hier, alter Schwede, die ganze Zeit Fernlicht an. Ja, ich frage mich manchmal bei Herstellern, die sowas machen, warum die sowas machen. Das sieht doch schlecht aus, oder nicht? Und auch so ein Cap hier, das ist echt, also wenn man da andere Caps sieht, einfach eine Beleidigung. Ich weiß es doch nicht. Wieso macht man sowas? Verstehe ich nicht. So, wir werden jetzt hier eingebremst. Öffnen die Türen. Achso, und wir können ja mal auf jeden Fall auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier eingefahren, werden jetzt gleich hier hinten wenden. Die Weichen werden wir jetzt gleich noch verstellen. Ich wollte da gar nicht raus. Wir gucken uns mal die Strecke so in ihrer Gesamtheit an. Wir waren jetzt gerade hier. Und werden jetzt hier in einer langgezogenen Kurve schwuppdiwuppdiwupp hier hinfahren. Also es gibt keine weiteren Stationen außer Longyang Road. Das ist so im Außenbezirk von Shanghai. Hier gibt es noch irgendwie, ich weiß es nicht genau, ob es eine normale Eisenbahnstrecke oder Teile davon sind. Ja. So it is. Wir werden dann aber auch nur dahin fahren und dann da auch einfach anhalten. Und nicht wieder nach Pudong zurückfahren. Da sind wir ja jetzt schon. Wird es halt ein relativ kurzes Video, aber ja. So, wir werden mal eben hier die Weiche verstellen. Oh, jetzt sind wir hier im Dach gelandet. So, das dürfte eigentlich der eine Teil der Weiche sein. Das hier ist der andere Teil der Weiche. Fahren die Fahrbahnen so aufeinander zu, um sich in der Mitte hier ungefähr zu vereinigen. So, schön. Weiche ist gestellt. Fährt jetzt hier auch automatisch los. Das sieht aber gefährlich aus. Also eine kleine Lücke. Also ich mache nichts, ne? Also der fährt ganz alleine dann über die Weiche drüber. Und ich hoffe, der hält jetzt da auch irgendwo an. Uns rattern wir da hinten in den Prellbock. Möchte ich ja nicht. Ja, ich vertraue dem ganzen Ding ja nicht. Möchte ich eigentlich nicht. So. Wir bremsen mal. Es gibt auch überhaupt keinen Prellbock. Also wenn wir da drüber fahren, dann ist, ja. Wie soll man es sagen, ne? Ohne Prellbock ist es sozusagen Freiflug. So, wir müssen die Weiche nochmal verstellen. Fliegen dort nochmal hin. Müssen wir eigentlich nur diese Seite hier verstellen. Da geht es auch rüber. Manier sehr schön. Also die Weiche haben sie wirklich schön gemacht. Schön. Schön langsam. Das hier verschoben. Wir wechseln mal in den anderen Führerstand. So. Und können eigentlich losfahren. Das haben wir mal ohne automatisches Train Operating, ohne ATO.
bisschen vor. Da habe ich eben schon in der Testfahrt festgestellt, dass er dann immer wieder an der Station hält. Darum fahren wir jetzt direkt darüber hinaus. Ja, hier gibt es auch noch ein paar Informationen über das Magnetfeld, denke ich mal. Oder wie viel Strom, wie viel Leistung gerade gezogen wird. Anscheinend hier 25 kV als Spannung. Das hier könnte die... Das ist ja 380 Volt Teil. Ja, Stromstärke. Achso, der hält immer an. Okay. Ach, ETU ist ja auch noch aktiv. Ja, genau. Wie ich sagte, so. Das müssen wir jetzt mal ausschalten. Dann fahren wir einfach mal los. Wir wollen ja irgendwann in Longyang ankommen. Ah ja, jetzt beschleunigt er auch ganz normal. Schöne kleine Pause eingelegt. Können ja hier auch mal das Licht einschalten. Der Flughafen schon von Shanghai ist, ja, das Rollfeld ist jetzt nicht so groß, sag ich mal. Hier sind ein paar Flugzeuge. East China Airlines. Ja. Unser Zug hat währenddessen schon auf 120 beschleunigt. Können uns ja einfach mal ein bisschen hier in den Fahrgastraum begeben. Ist auch irgendwie... Ja, die Sitze sind sehr schön hier. Das ist auch ein schönes Detail. Aber ob das hier wirklich so aussieht, mag ich bezweifeln. Und da hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich meine, das ist eine relativ kurze Strecke... Hier drinnen gibt es eine aktive Uhrenanzeige und eine Geschwindigkeitsanzeige. Wir beschleunigen jetzt gerade Richtung 200. Schauen jetzt mal ein bisschen raus. Ja, das geht ja schon mal. Ich habe jetzt eben auch auf Wikipedia gelesen, dass die grundsätzliche, also dass normalerweise die Züge nur mit 300 Stundenkilometern verkehren und nur in einem Dreiviertelstunden-Zeitfenster morgens und abends mit Höchstgeschwindigkeit. Da wurde angenommen, dass das wohl, weil das Unternehmen so viele Verluste hat, dass dann, halt nicht auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es wegen der Lautstärke, obwohl dann würden sie morgens und nachmittags nicht da so schnell fahren, ne? Eher so in den Mittagsstunden. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das Unternehmen macht wohl große Verluste mit der Strecke. So, jetzt sind 450 freigegeben. Hier darf man sogar 450 fahren. Alter. Schön. Man sieht auch, es geht relativ flott. Geht's in die Linkskurve.
Wir haben ungefähr 320 erreicht. Oh, hier die Autobahn schlängelt sich da auch ganz komisch nebenher. Ja, das ist schon ganz schön schnell. Und man braucht halt nichts zu machen. Ich steuere hier nur die Ansicht. Unglaubliche Geschwindigkeit. Es wird schon wieder gebremst. Vorne darf man nur noch 300 fahren. Ich habe auch gelesen, also der Zug braucht ungefähr 12,5 Kilometer zum Beschleunigen. Fährt dann ungefähr 45 Sekunden mit Höchstgeschwindigkeit 430 Höchstgeschwindigkeit braucht er ungefähr 7,5 Minuten für die 30 Kilometer. Hat dann so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, steht auf, zumindest auf Wikipedia, von 247. Kommen jetzt hier in den, langsam in den Außenbereich von Shanghai. Fahren wir nur noch. Ein wunderschöner Automatismus. Der uns da durch die Kurven lenkt oder ja, die Geschwindigkeit regelt. Geht's ja auch mit der, wieder mit einer langgezogenen Linkskurve. Richtung Station. Hier scheint die Weiche auch vor der Station zu sein und nicht dahinter.
Achso, muss ich die jetzt so umstellen? Da vorne. Nee, die lässt sich nicht bewegen. Wieso? Warum fährt er jetzt nicht weiter? Ach so. Muss die ja noch kommen, ne? Aber schön, dass wir nicht einfach da reingerauscht sind. Vielleicht sollte man die hier noch... Lässt sich irgendwie auch nicht verstellen. Tja, was macht man da, ne? Das ist irgendwie Schrott. Weiß noch nicht, wir können ja mal auf der Karte gucken, was da. Track B, darüber sollte es gehen eigentlich, aber irgendwie ist die eine Weiche nicht umgesprungen. Möchte ich nicht, ja? Bewegt sich auch irgendwie nicht. Ja, ist natürlich schlecht, wenn das erste Szenario schon irgendwie nicht funktioniert. Ich bin mir also auch nicht bewusst, dass ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe. Ja, wir bleiben einfach mal hier auf der Strecke stehen. Ihr könnt euch selber ein Bild machen. Wir sind Höchstgeschwindigkeit gefahren, haben eine Weiche gestellt. Das Szenario funktioniert dann so auch irgendwie nicht. Und ist ja auch kein anderer Zug hier. Nö. Nix. Der uns da von der Weiterfahrt abhalten könnte. Ja, auch kein Prallschutz oder irgendwas, sondern einfach die Gleise abgeschnitten, ja. Schön mit der Flex sauber abgesäbelt. Ja. Ob das in der Realität so ist, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Möchte ich auch nicht, ja. Ja, ich finde es, wie gesagt, ein bisschen teuer auf jeden Fall für die Qualität. Gerade hier im Cap hätte ich mir mehr gewünscht. Würde ich dann vielleicht für so eine kurze Strecke vielleicht auch mehr bezahlen. Aber wenn das hier richtig schön ausstaffiert ist und so. Aber so wird das nichts. Keine Kaufempfehlung von mir, sage ich mal. Aber ihr habt es mal gesehen. Und ich habe es mir auch mal angeguckt. Und ja, wir beenden das jetzt mal hier und ich möchte mich verabschieden, mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Schreibt doch einfach einen Kommentar, wie ihr die Strecke findet oder was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Ich verabschiede mich, der Srob sagt Tschüss.